Ja, soll man das wirklich machen? Jetzt sollen wir uns erstmal hier umsehen. Ich meine, er hat das ja mit den Münzen erwähnt. Also genau, gucken. Aber so wie ich mich kenne, werde ich wieder bei 5 Millionen Sachen einfach vorbeilaufen. Aber ich glaube, hier hat es nichts. Oh, wir können sogar rennen. Ja, gut. Sieht ein Land aus. Lehne dich an der Wand bei der eingeschützten Treppe und drücke Leertaste zum Klettern. This is taking too long. Okay. Warum war das jetzt in Englisch? Hey, Leute, Beeilung. Schon dabei. Ja, ich glaube, hier war schon Dinge. Was zum? Laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber. Warning. So viel zu Plan A. Wir müssen drum herum kommen. Na los. Alles für die Aufnahme, ne? Warnung, Klifferosion. Die Klippe sind anfällig für Erosion. Warnung, dass alles ins Meer fällt? Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schild wurde von den Anwälten aufgestellt. Das passt schon. Ja, das genau. Das sehe ich anders. Ja, ich auch. Aber ich habe keine Wahl. Ja, wobei, doch, jetzt links oder rechts. Hey, Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Filmen oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Ihr seid okay. Schon ein komischer ganz Haufen. Ehrlich, ich hatte gehofft, wenn ich hier so weit weg von allem bin, dass ich vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja, bisschen runterkommen. In Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte. Die Crew und die Passagiere der SS Cassiopeia, die zu Füßen dieser Klippen in den Felsen fuhr. Okay, das ist also eine Seite, wo es einen schrecklichen Unfall gegeben hat. Boah, ist ja wirklich noch ein kleiner Weg hier. Ja, spätestens hier bei Schluss. Geht's denn jetzt weiter? Ach, da. Sag mal, wie sind die da eigentlich hier raufgekommen, als das hier noch irgendwie öffentlich begehbar war? Drücke zum Anschauen der Lichtquelle, benutze. Okay. Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauche dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Solltest okay, du auch versuchen, eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Und wie läuft die Ehe so? Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. So, kommst du? Holy shit, wir haben jetzt echt ein paar Höhenmeter gemacht hier. Na gut. Weiter geht's. Ah, jedes Mal die Leertaste hier drücken. Ja, komm, geh durch.
fuck! Scheiße, was zur Hölle ist das? Scheiße. Naja, die hängt hier ab. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Ja, das wird's wohl sein. Sorry, wenn es jetzt gerade ein bisschen laut war, aber ich hab mich gerade echt erschreckt. Oh, ich bin einfach nicht so viel Horrorspiele gemacht. Gott sei Dank habe ich die Cam nicht an, das wäre noch viel schlimmer. Kommst du? Ja. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte was in die Show passen? Was machen wir denn zuerst? Komme. Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Verschlossen. Komm, gib noch einen Weg. Sicher? Nein. Optimistisch. Ja, da rein gibt's was, aber dann gehen wir erstmal hier in das Gebäude da. Falls wir da überhaupt reinkommen. Also jetzt gehen wir mal hier lang. Nee, kann ja gar nicht lang. Verschlossen. Hier vielleicht rein? Das findet der Inhaber vermutlich voll toll, dass wir das hier machen. Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt dann das Horn noch? Weil es immer noch Nebel gibt. Das geht jetzt alles automatisch. Okay. Nicht sehr spannend. Was haben wir hier? Weed, please. Bitte lesen. Ja, warte. Weiter so, Team. Dies sollte der letzte Woche sein. Der Nebelhorn des gestern Abend war erfolgreich. Es sieht zwar aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Wir werden die Sicherung des Geländes verstärken. Und heute und morgen letzte Kontrollen durchführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem ganzen Projekt großartig. Also lasst uns das Tempo beibehalten und wir werden Ende der Woche hier raus sein. Okay. Können wir jetzt die Tür aufmachen? Nee. Ja, ich glaube, mehr hat's ja nicht. Lass uns mal wieder rausgehen. Moin. So, dann gehen wir mal hier durch. Aber bei Gelegenheit sollte vielleicht mal sein Wartungspersonal hier vorbeischauen, um da vielleicht ein paar Arbeiten zu machen. Aha, da ist offen. Naja. War ich jetzt echt zu langsam? Ach man, okay. Okay. Muss ich wirklich schnell Klick machen. Ich glaube, bei schönem Wetter war das hier noch ein schöner Platz zum Picknicken. Wenn es hier ein bisschen aufgeräumter ist. Sieht ziemlich alt aus.
Charlie kann mit seiner Krawatten und verschlossene Kisten öffnen. Okay. Eine Münze? Ja, nimm halt. Was ist das? Nur eine alte Münze. Mit Oberleu können Dioramen freigeschaltet werden. Okay. Hals und Beinbruch. Ah, das sind dann vermutlich die Hinweise, auf die man dann... Tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, Charlie. Versteh schon. Ja, ich weiß, dass es verschlossen ist, aber können wir was machen dagegen? Nee. Ja, gut. Dann... Ah, ich sehe schon. Das ist jetzt so ein Hinschieb-Ding. Aber nicht von dieser Seite. Na komm. Ja, das glaube ich müsste eigentlich reichen. So, rauf. Und einmal hier rein. Nur ein kleines bisschen Einbruch. Und du läufst noch frei rum? Scheiße, was zur Hölle ist das? Was? Versteck dich! Ach so, halten! Schön, dich kennenzulernen. Was war das? War das jetzt irgendein A4 oder was? Ich finde die Musik jetzt schon mal nicht geil. Wieso mache ich das? Let's Play. Muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Ich hätte auch einfach ein Let's Play gucken können. Das wäre nicht so schlimm von der Spannung. Oh, da gibt's wieder was zum Angucken. Untersuchen. Was in Gottes Namen ist der? Roboter? Charlie, mir ist nicht ganz klar bei der Sache. Jemand stoppt diesen Was? Das Ding. Bewegt sich. Tolles Hobby. Okay. Hier macht jemand komische Sachen. Ich werde da noch nicht gut schlafen. It's gonna be okay. It's all gonna be okay. Sieh mal. Das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Cool. Die Spaßhütte ist auf einer Insel. Wird damit runterkommen, super. Unser Taxi. Los. Gehen wir lieber zurück. War der ganze Aufwand nur für den kurzen Shot da. Ist er das? Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich hab gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet.
Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar, natürlich. Also mein Marc kann jetzt schon mal Wetten abschließen, wie viel von den ganzen Leuten hier sterben werden. Aber ja, das ist halt noch guter Input, ne? Woher hat er das gewusst? Oder was ist das für eine Show? Gibt es da mehrere Episoden? Oder ist jetzt die erste, was sie da jetzt irgendwie planen? Hab ja nicht wirklich Infos dazu. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein. Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier, Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Atme tief und langsam, Charles. Huste dir bitte kein krankes Lungengewebe raus. Schon okay. Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von hier fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Marc, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Hier lang. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Also, es müssten einfach alle Alarmglocken klingeln, so wie der Typ drauf ist und wie das hier aussieht. Okay, ja. Die normalste Sache der Welt. Mr. Dumet ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Und was war das genau? Mein... Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los. Ich erkläre es dir später.
Und er hat keine Fragen. Wieder im Schauspielunterricht. Okay. Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Meine Theorie ist, vielleicht hat er am Anfang wirklich nur die Sachen herzeigt. Jetzt kriegt er aber mit, dass wir halt Blödsinn machen und bringt uns dann deswegen um. Keine Ahnung. Aber wird Sinn machen. Oder hätte sowieso gemacht. Keine Ahnung. Naja. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also, oh, da ist was. Ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Information findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Geheimnis gefunden. C. Stöckelschuh, ohne Absatz. Alles klar. Ich glaube, wir müssten hier ein bisschen schnell sein. Private Property, keep out, ansehen. Ja, da gibt es nicht sehr viel. Gut. It's a bit of a scramble. Schon wieder Englisch. Sehr runterkommen hier. Watch your head. Ah, ich weiß nicht, das müsste das sowas beim Testen eigentlich auffallen, oder nicht? Warte, jetzt hier am Anfang. Da kommt man bestimmt. Alarmsystem in use. Ich glaube, da kommt man nicht rein. Und bei dem Kasten da können wir nichts tun. Geh mal weg, bitte. Andere Seite. Nope. Na, dann gehen wir hier rauf. Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Fall bitte nicht runter und stirb, ja? Mich das Mark noch heult. Deine Sorge rührt mich. Echt. Oh, bei dann nach rechts. War nicht so schwierig mit dem Balancieren. Und, was haben wir hier in der Tor Nummer 1? Gar nichts. Oh, oder was ist das? Wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber nice. Was liegt am anderen Ende? Ja, der Mensch hat wirklich ein bisschen Geld. Aber wird es mir gehören? Würde ich schauen, dass es hier in einem guten Zustand ist. Ach, und da wird man dann vermutlich initial hier irgendwo raufkommen sein, vermute ich mal. Und wird dann da aus dem Hotel rauf. Okay. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Mit Ihrer Familie? Meine Frau ist... Sie starb. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Kommen Sie. Wir sind gleich da. Sie haben uns nicht entdeckt. Na los. Das ist doch bescheuert. Hier draußen ist nichts. Oh, warum fahrt sie nicht mit dem Teil? Oder fahren sie vielleicht mit dem Teil? Weiß ich nicht, aber ich glaube, wir gehen jetzt gerade irgendwie den gleichen Weg wie sie gehen, oder? Nee, die gehen da hinten drauf. Verschlossen. Erstmal kommt da irgendwie rein. Nee, oder? Also über das Teil hier? Nö. Oder hier?
What about over there? Ja, warte mal, ich will erstmal hier reingehen. Oh, was ist das? Halt, ansehen. Irgendwo. Alter! Irgendwas Totes. Okay. Möchte ich da rein? Nein, möchte ich nicht. Oh, bitte kein Jumpscare. Ich habe gehört, du bist auf Wohnungssuche. Ich glaube, das kann ich mir nicht. Das war eine Vorahnung. Okay. Also, wir werden irgendwas Schlimmes sehen. Ich weiß aber noch nicht, was uns das bringt. Untersuchen? Ja, komm, mach. Jetzt, du das untersuchen. Hallo. Was? Mittelmeerkreuzfahrt 21. Anscheinend hat Dumet eine Familie. Okay. Ja, bis jetzt noch nichts Schlimmes. Jetzt, komm, untersuchen. Kannst du das jetzt bitte... Vogelbeobachter, ein Beobachter-Guide über Vögel des britischen Inseln. Ich sehe halt gar nichts, ne? Naja. So, und jetzt hier raus. Sehr gut. Warum ist die Musik jetzt hier so auf Fahrt? Okay, ich glaube, das sollte eigentlich... Aber das Ding jetzt losfährt, wenn wir jetzt drauf sind. Cool, wir werden beobachtet. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Ich glaube, hier hat's auch nichts. Ihr wisst schon, ne? Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Wir müssen dann den ganzen Weg wieder retour gehen. Oder, das sagt ihr. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Ich glaube, es ist eine ganz blöde Idee, das Teil zu bewegen. Muss mal schauen, was wir hier haben. Da hat's was. Also ich sehe zumindest aufblitzen da hinten. Na, was haben wir hier? Oh, noch so eine Mütze. Nice. Cool. Oh, was? Grad 6? Nice. Und jetzt hier runter? Stromdingens. Ganz blöde Idee, das einschalten. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Ich will es gar nicht zum Laufen kriegen. Wobei eigentlich schon, aber wie gesagt, das verrät uns ja. Okay. Jamie, kriegst du das hin? Okay, jetzt sind wir sie, oder was? Drücke links zum Ausrüsten der Universalmessgeräts. Jamie kann das Universalmessgerät verwenden, um Sicherungskästen zu reparieren. Okay. Das hast du einfach so mit dabei, oder was? So,
soll ich denn jetzt hier machen? Die Steuerung ist mega schräg. Mit Linksklick passiert nichts. Hallo? Hä? Ich glaube irgendwie... ist das hier buggt. Es passiert einfach wirklich... Okay. Jetzt ist was passiert. So, kannst du jetzt da nach oben rechts bitte gehen? Boah, wie beschissen ist denn diese Steuerung? Hallo? Oben rechts? Kannst du jetzt mal... Ja, das kann's nicht sein. Jetzt. Aber mit Linksklick passiert einfach nichts. Hallo? Ah, das ist doch dämlich. Na. Okay. Irgendwie reagiert das Spiel irgendwie kaum noch auf das, was ich hier gerade mache. Ich werde das Spiel mal durchstarten und mal schauen, ob es dann besser ist. Also, bis gleich. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.